Miles! Bist du wach? Nein. Okay, ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres OS, sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plug-in-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Ich sehe alles, was du siehst. Wie kommt's, dass du nicht dauernd kotzen musst? Ganz viel Übung. Willkommen bei Freundliche Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da! Jemand bittet um Hilfe. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich gehe jetzt zur U-Bahn-Station. Wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App? Hier ist Spider-Man! Hey, ganz vergessen. Gestern gab es einen Einbruch, direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, rufen Sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie schon lange bei der U-Bahn? Nee, erst seit letztem Jahr als mein Bruder. Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Dass die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN-App genutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Wo führen diese Kabel hin? Ich muss in diesen Raum rein. Vielleicht durch die Vordertür? Hey!
selber, hey! Irgendetwas stört die Signalrelais. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Erhard, Holotechnologie! Vorsicht! Haki Jenny! Hey Underground! Wir treffen uns ein bisschen zu häufig! Und hältst du nicht auf, Freddy! Du bist nur ein billiger. Mann, die Drohnen waren eine tolle Idee! Los, versuch doch aufzustehen! Herzog, das war dein letzter Fehler! Gleich wirft er damit! Hey, halt das mal bitte! Okay, ich hoffe, die Züge fahren wieder. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis, wie sieht's jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Mein Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Roxxon? Tja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Die könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben meinen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Sie musste was ändern, hat diesen Job angenommen. Aber sie fehlen mir. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja, ich muss los. Der Underground wartet. Bye! Der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkerer sagte, schnell rein, schnell raus! Sie auseinandertreiben. Das braucht seine Zeit, Mann! Was war das denn? Okay.
nicht dein Glückstag heute. Sorry. Nicht an, schau mich nicht an. Ich könnte Pietes Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Glaubst du, der Plan funktioniert? Ihr seid nicht allein! Waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Mann, das Terminal ist hinüber. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Drehplatte drehen? Züge mit Netzen ziehen? Sollte klappen. So ist es gut. Jetzt zu den anderen. Der Underground verfolgt Nuform-Lieferungen und legt die U-Bahn nach. Die verhindern, bis es Nuform-Geschlecht erreicht. Klappt. Fast geschafft. Wohl. Gut, einer. Genau so. Hat geklappt. Die Züge sind auf den Gleisen. Jetzt noch Strom. Die Steuerung hier ist auch hinüber, aber der Generator nicht. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Komm schon, U-Bahn von New York. Jawohl! Hey, Mr. Davis. Hat sich bei Ihnen was verändert? Hier leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komme jetzt zurück. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach.
Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Was ist dir verdient? Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Wie, oh, die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen. Die Züge fahren, der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. D,
Der nächste Zug fährt in 5 Minuten ein. Bitte von der Bahnsteigkante zur Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Nicht mal flicken. Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh, hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Okay, ich muss los. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt hab. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Genki sagt, die App geht steil. Die Stadt braucht definitiv einen Spider-Man. Ich sollte eine Weile patrouillieren. Hola, Miko, weißt du was? Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt doch alles, was so in Harlem passiert. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein. Nein, Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da! Wir sind noch nicht fertig. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. An der Spendenbox. Also nehmen wir uns was. Überraschung! Das ist diese Spider-Kit. Auf ihn! Wir sind in der Überzahl! Nehmt sie ihm! Versuch das mal bei dir! Wenn du nicht hörst! Zeig mir, was du kannst! Das ist wirklich nicht der echte Spider-Man! Absicht!
sehe schon die Schlagzeilen. Spider-Man, der Spendenschützer. Oder was weniger Schmalziges. Wie soll ich dir nur danken, Spider-Man? Keine Ursache. Miles, treffen wir uns nun heute? Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78. Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen. Sei pünktlich. Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Ich beeil mich lieber. Jemand hat einen Waffendeal in der Nähe gesehen. Dannycast-Fans. Kennt ihr das auch, wenn euch eine Geschichte nicht aus dem Kopf geht? Vielleicht eine Filmszene, eine Überschrift, die ihr auf der Zeitung eines Sitznachbarn lest, oder der Bericht eines Freundes über ein schlecht gelaufenes Date? Für mich ist diese Story der Underground. Wer sind sie? Was wollen sie? Die Frage ist einfach, scheint aber unmöglich zu beantworten zu sein. Das macht mich wütend. Sie stehlen, verletzen, entführen, belästigen. Sie treffen Unternehmen und Verbrechersyndikate. Sie verfügen über hochmoderne Technologie und hassen jeden. Ich werde weiter recherchieren. Wenn ihr einen Tipp habt, lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal und denkt immer dran. Nie den Kaffeesatz in der Spüle verklappen. Das könnte die Leitung verstopfen. Okay, bye!